Hallo, in diesem Video würde ich gerne demonstrieren, wie man in einem Reihenschwingkreis einen Ausgleichsvorgang berechnet und simuliert, und zwar durch numerische Berechnung in sowas wie MATLAB. Ich benutze Octave. Man könnte das auch in Python machen. Ich gebe auf jeden Fall mal meinen Bildschirm frei und habe hier schon mal auf der linken Seite die Aufgabe vorbereitet, um die es mal gehen soll. Das ist die Aufgabe 168 aus unserem Übungsheft mit einem Reihenschwingkreis, der an eine Gleichspannungsquelle geschaltet wird. Die ist 100 Volt groß. Die Werte der Bauelemente stehen hier. Man sieht schon, der Widerstand ist vergleichsweise groß. So richtig schwingen wird das am Ende nicht. Aber trotzdem ergibt sich hier natürlich eine Differentialgleichung und ein Ausgleichsvorgang. Und hier drüben habe ich jetzt schon mal Octave vorbereitet. Da möchte ich das dann gleich berechnen in einem Skript. Vorher brauche ich aber ein paar Formeln. Und zwar das, was wir auf jeden Fall hier in dieser Schaltung brauchen, ist ein Maschensatz für diese Masche. Und den schreibe ich mal hierhin, den Maschensatz, der sagt nämlich, dass UQ, diese Gleichspannung, deswegen hatte ich auch einen großen Buchstaben, sich jetzt ergibt aus dem Spannungsabfall über den Widerstand, dem Spannungsabfall über der Kapazität ist hier schon eingezeichnet, ich werde nicht machen brauchen, und dem Spannungsabfall über der Induktivität. Und die werden alle zeitabhängig sein. Also UR von T plus UC von T plus UL von T. Und einen Knotensatz brauchen wir jetzt nicht in diesem Beispiel. Es gibt ja nur einen Strom, der fließt hier natürlich in die gleiche Richtung, der Strom I von T. Das, was wir allerdings brauchen, sind sowas wie Stromspannungsbeziehungen an den Bauelementen. Und an einem Widerstand kann man schreiben UR von T, einfach das ohmsche Gesetz, ist R mal I von T. Oder vielleicht hilft es auch, das in die andere Richtung umzustellen, zu sagen, I von T ist UR von T durch R. Dann brauche ich das noch für die Kapazität. Für die Kapazität gilt, es fließt ein Strom, wenn die Spannung sich ändert. Also es gibt einen Strom I von T, der ergibt sich aus C mal DUC von T nach dt. Das lasse ich mal so stehen. Vielleicht müssen wir das gleich noch ein bisschen umbauen. Und für die Induktivität ist das so ähnlich, bloß andersrum. Da gilt UL von T. Es wird eine Spannung induziert, wenn der Strom, der durch die Induktivität fließt, sich ändert. UL von T ist L mal dI von T nach dt. So, und das sind jetzt die Stromspannungsbeziehungen, die müssen wir vielleicht noch ein bisschen anders hinschreiben, aber im Grunde haben wir jetzt alle Gleichungen zusammen, die man braucht, um diese Schaltung zu berechnen. Und ja, was man noch braucht, sind irgendwie Anfangsbedingungen. Also wir gehen mal davon aus, dass die Anfangsbedingungen, schreibe ich hier mal hin mit AB, dass die Spannung an der Kapazität zum Zeitpunkt 0, 0 war. Das ist keine schöne 0 geworden. Und dass der Strom durch die Induktivität, weil in der Induktivität ist ja Energie gespeichert im Magnetfeld, dass die zu beliebigen Zeiten t, sondern zum Zeitpunkt 0 auch 0 war. So, und jetzt kann man sich so ein bisschen überlegen, was hier passiert. Also, wir machen diesen Schalter zu. Der Strom war 0 und der Strom muss auch erstmal 0 bleiben. Der Strom kann nicht springen. Wenn der Strom springen würde, dann wäre ja die Spannung an der Induktivität unendlich. Das kann nicht sein. Die Spannung an der Kapazität, die kann auch nicht springen, weil wenn die Spannung an der Kapazität springen würde, wäre der Strom unendlich. Das kann auch nicht sein. Also am Anfang muss der Strom 0 sein. Wenn es keinen Strom gibt, gibt es auch keine Spannung über dem Widerstand. Und es gibt auch keine Spannung über der Kapazität, weil die war ja 0, also muss die ganze Spannung auf die Induktivität gehen. Jetzt sieht die Induktivität eine Spannung, jetzt steigt der Strom an. Wenn der Strom ansteigt, dann gibt es auf einmal auch einen Spannungsabfall über dem Widerstand. Ja, der macht jetzt die Gesamtspannung, erniedrigt die, das was die Rest der Schaltung sieht. Aber wenn es jetzt einen Strom gibt,
der hier fließt in der Masche, dann ändert sich auch die Spannung an der Kapazität und dann steigt diese Spannung an. Naja, und dann geht das immer so weiter. Ne? Also jetzt steigt diese Spannung an, die Spannung steigt auch an, dadurch wird die Spannung hier kleiner. Das heißt, der Strom steigt noch an, aber er steigt nicht mehr so stark an und so weiter und so fort. Naja, und dann gibt es eben diesen Ausgleichsvorgang, gesteuert durch diese drei Bauelemente. Und das möchte ich jetzt ganz gern irgendwie noch in MATLAB simulieren, und zwar in so einer Schleife, ganz viele kleine Zeitschritte. Und dafür stelle ich jetzt die Gleichung so um, dass ich sage, ich mache aus dieser Ableitung einfach aus der Differentialgleichung mache ich eine Differenzengleichung. Also ich sage, näherungsweise, ja, ist das so viel wie ein C mal Delta UC durch Delta T. Und genauso wie drüben sage ich, näherungsweise ist das so viel wie ein L mal Delta I von T durch, und das hier hinten sollte natürlich kein dt sein, das soll auch ein Delta t sein. Also aus einer Ableitung aus infinitesimal unendlich kleinen Schritten mache ich jetzt endlich kleine Schritte. Und wenn diese Schritte klein genug sind, dann wird das trotzdem irgendwie so ganz gut funktionieren. So, und jetzt kann man das Delta i und das Delta uc hier sich natürlich überlegen. Das ist sowas wie Delta UC von T ist sowas wie ein neuer Wert, ein UC von T plus Delta T minus ein alter Wert, minus UC von T. Das ergibt genau das Delta, das ergibt genau eine Änderung. Also wir hatten einen alten Wert. Es gibt einen neuen Wert nach einem kleinen Zeitschritt Delta T, der ja hier auch drin steht in dem Delta T. So, und wenn ich jetzt das hier praktisch einsetze und das mal nach dem hier umstelle, das schreibe ich jetzt hier unten hin, dann kriege ich so eine Update-Gleichung, so eine Aktualisierungsgleichung. Also ich hole das erstmal rüber. Ne? Das Delta T wandert hier hoch, das C wandert runter, dann steht auf der anderen Seite da ein I von T. Zoom malt nicht schön die Punkte, die man zeichnet. I von T durch C mal Delta T. Das wäre jetzt genau das Delta U. Genau das habe ich jetzt hingeschrieben. Ja? Delta T hoch durch C geteilt, das ist das Delta U. Und wenn ich jetzt zu der Änderung noch den alten Wert dazu rechne, also plus UC von T, dann kriege ich den neuen Wert raus. Dann kriege ich das UC von T, UC von T plus Delta T raus. Kann ich aus dem alten Wert den neuen Wert berechnen. Das gleiche kann ich jetzt äquivalent auch für den Strom hinschreiben und für die Spannung an der Spule und so weiter. Also das I von T plus Delta T, den neuen Strom kriege ich raus aus UL von T durch L mal Delta T plus den alten Strom, den Strom zum Zeitpunkt T. So, und damit habe ich alle Gleichungen zusammen, um das jetzt mal in MATLAB oder respektive Octave hier runter zu programmieren. Das habe ich hier schon mal offen. Da gehe ich in den Editor rein. Hier habe ich schon ein neues Programm. Klicke mal auf Clear All und auf Close All, so dass ich alle variablen Löcher, alle vorhandenen Diagramme schließe. Und fange mal an, erstmal mit den Werten der Bauelemente. UQ sind 100 Volt, R sind 100 Ohm. Die Induktivität sind 254 Mikron, das sind 10 hoch minus 6. Und die Kapazität sind 392 Nano, das sind 10 hoch minus 9. So, und jetzt brauche ich ja Zeitschritte. Und das ist jetzt so ein bisschen die knifflige Sache. Wie groß baue ich einen Zeitschritt, wie groß baue ich das Delta T? Tja, und also was einem jetzt hier so ein bisschen helfen kann, ist, ich kann mir mal aus
L und C und L und R und C Zeitkonstanten ausrechnen. Also ich rechne mir mal eine Zeitkonstante Tau RC aus. Jetzt muss man sich überlegen, was muss ich mit R und C machen, damit da eine Zeit rauskommt. Ich nehme mal andere Farben jetzt für diese Einheitenbetrachtung. Also Ohm kann ich ja auch schreiben als Volt pro Ampere. Henry kann ich schreiben als Volt Sekunde pro Ampere. Und Farad kann man schreiben als Ampere Sekunde pro Volt. Das heißt, wenn ich R mal C rechne, dann kürzen sich genau die Volt gegen die Volt, Ampere gegen Ampere, dann bleibt da Sekunde über. Also kann ich rechnen R mal C, dann kommt da eine Zeit raus. Die lasse ich mir gleich mal ausgeben. Genauso kann ich ein Tau RL ausrechnen, indem ich L nehme und durch R teile. Dann kürzen sich auch Volt gegen Volt, kann man hier drüben sehen, Volt gegen Volt und Ampere gegen Ampere, dann kommt auch Sekunde raus. Und ein Tau LC kann ich auch ausrechnen, indem ich L mal C rechne und dann noch die Wurzel ziehe, weil da kriege ich erstmal Sekunde Quadrat raus. Also L mal C, davon die Wurzel. So, und diese drei Zeiten, die lasse ich mir jetzt mal anzeigen. Vorher speichere ich das mal als Aufgabe 168 numerisch. Und tja, das ist alles, was ziemlich klein ist, so im Mikrosekundenbereich. Und deswegen nehme ich mal einfach die kleinste Zeit davon, dieses Tau RL, und sage, dass, also, und mein Zeitschritt muss dann noch kleiner als das sein, weil das potenziell irgendwie die kleinste Zeitkonstante ist. Also ich sage, mein Zeitschritt ist das Delta T, was ich benutze, ist Tau RL, weil das das kleinste von denen ist und davon noch ein Zehntel. So, und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Sache, wie lange simuliere ich da jetzt? Und da würde ich sagen, ich nehme die größte Zeit und nehme von der, die größte Zeit ist die hier mit den 10 hoch minus 5 nur, und von denen nehme ich mindestens 10, dann habe ich so 10 Zeitkonstanten, das sollte ganz gut passen. Also bis 10 Tau RC, jetzt ist natürlich die Frage, ob das ja irgendwie Vielfache voneinander sind. Müssen wir mal gucken, ob das passt, was ja Octave uns sagt. Also die maximale Zeit, das soll das Tau RC sein mal 10. So, und jetzt kann ich mir daraus einen Zeitvektor zusammenbauen, der soll bei 0 loslaufen und soll die Zeitschritte Delta T haben und soll bis zu diesem T Max gehen. Und den lasse ich mir jetzt erstmal ausgeben und anzeigen und gucke mal, da stehen jetzt 1600 Schritte drin. Das passt ganz gut. Das kriege ich auch gut geplottet. Okay, damit können wir jetzt eine Schleife starten. Und zwar, das wird so jetzt unser Hauptprogramm, die Schleife über alle Zeitschritte. Und als Zielvariable in der Schleife nutze ich n. Und n läuft jetzt von 1 bis zur Länge von diesem t-Vektor. Und ich mache die Schleife hier unten schon mal zu. So, und jetzt in der Schleife müssen wir jetzt irgendwie für jeden Zeitschritt diese Formeln hier verbasteln und uns ein bisschen überlegen, was da passiert. Und deshalb fange ich hier oben erstmal mit den Anfangsbedingungen an, weil die kennen wir ja schon. Da können wir nicht viel bei verkehrt machen. Und schreibe mal hin, der Strom I, und zwar also nur der erste Wert, der da drin steht in unserem Vektor, der ist 0. Das wissen wir auf jeden Fall. Und wir wissen auch, dass die Spannung über der Kapazität, das UC von 1, das soll auch 0 sein. Das ist die zweite Anfangsbedingung. So, und jetzt kann man sich überlegen, jetzt kann ich dann, wenn ich den Strom schon mal kenne, der Strom, der hier fließt, dann kann ich die Spannung über den Widerstand ausrechnen. Das UR von N für den n-ten Zeitschritt ergibt sich aus dem Widerstand mal den Strom zum
Endenzeitschritt. Okay, so, die Spannung über der Kapazität kenne ich ja auch. Also ich habe jetzt die Spannung ausgerechnet, die kenne ich. Die Quellspannung kenne ich auch. Jetzt kann ich die Spannung über der Induktivität ausrechnen, aus dem Maschensatz. Also das, was wir hier hingeschrieben haben, ist jetzt ein ohmsches Gesetz. Ups. Das, was ich jetzt hinschreibe, wird ein Maschensatz. Nämlich das UL von N zum Endenzeitschritt ergibt sich aus UQ unserer Quellspannung minus die Spannung über der Kapazität zum Zeitpunkt N minus der Spannung über den Widerstand zum Zeitpunkt N. Die kenne ich beide schon. Die kenne ich alle drei, deswegen kann ich das ausrechnen. So. Jetzt kann ich die Gleichung hier unten nutzen, denn wenn ich die Spannung an der Induktivität weiß und ich kenne den alten Strom, dann kann ich den neuen Strom ausrechnen. Also dieser Maschensatz hier, der hilft uns, die Spannung auszurechnen. Und jetzt kann ich praktisch dieses umgeschriebene Induktionsgesetz hier unten nutzen und kann sagen, der Strom zum neuen Zeitpunkt, der Strom I von N plus 1, den kriege ich raus aus UL von N, das wir gerade ausgerechnet haben, mal Delta T, was oben steht, durch L, plus den alten Strom, plus den Strom zum Zeitpunkt N. Dann habe ich einen neuen Strom ausgerechnet und naja, aus dem neuen Strom oder auch aus dem alten Strom, so wahnsinnig groß sollten sich diese Ströme ja nicht unterscheiden, kann ich jetzt auch eine neue Spannung über der Kapazität ausrechnen. Also aus der alten Spannung über der Kapazität kann ich eine neue Spannung über der Kapazität ausrechnen. Boah, machen wir das mal. Also ein UC von N plus 1 kriege ich jetzt raus aus I von, dafür nehme ich mal jetzt direkt den neuen Strom I von N plus 1, hoffen wir, dass das funktioniert, mal Delta T durch C plus die schon vorhandene Spannung über der Kapazität. Also das ist hier unser Induktionsgesetz und das ist Strom-Spannungsbeziehung. Also das ist sowas wie Ladung und Strom, ja, Aufladen von dem Kondensator. So, und dann wissen wir neues UC, wir wissen neues I, dann können wir neues UR ausrechnen, neues UL ausrechnen und dann geht das immer so weiter. Und ganz zum Schluss kann ich das natürlich mal plotten, grafische Darstellung und plotte jetzt über der Zeit T den Verlauf von UC von T und da nehme ich alle Werte bis auf den letzten, denn die Schleife läuft ja hier nur so lang wie ich Zeitschritte habe und dann kommt noch einer dazu, den letzten muss ich wegnehmen, sonst haben diese beiden Sachen, sonst haben das T und das UC nicht die gleiche Länge. Und dann schreibe ich mal gleich dran an die X-Achse, das ist die Zeit in Sekunden. Und an der Y-Achse haben wir die Spannung UC von T in Volt. Und ein Gitternetz ist vielleicht auch nicht verkehrt. So, und dann klicke ich mal auf Plotten. Und dann kommt hier schon mal was bei raus, was nicht allzu verkehrt aussieht. Ich habe hier vielleicht noch LTSpice offen. In einem weiteren Fensterchen und kann hier mal die Aufgabe 168 noch in LTSpice laden, um das zu vergleichen. Und klicke auch hier mal auf Simulieren. Und dann sieht man, das ist ein recht ähnlicher Zeitverlauf, wenn ich die jetzt mal so hier hinschiebe, wie der rausgekommen ist. In MATLAB ist jetzt einfach viel länger simuliert. Also hier unten geht das bis 200 Mikrosekunden nur und die 200 Mikrosekunden werden hier, das steigt auf, ja, warum steigt das hier in LTSpice eigentlich auf 500 Volt, weil hier immer noch die ganz offensichtlich die falsche Quellspannung eingetragen ist, nämlich 500 Volt. Dann ändere ich das mal rasch. So, und dann steigt das auf 100 Volt und ich könnte jetzt natürlich in LTSpice mal diese Zeit hier noch etwas länger machen, so lang wie die in MATLAB ist.
in der MATLAB-Simulation. Und dann sieht man, dass das jetzt tatsächlich sehr ähnlich aussieht, diese beiden Diagramme. Und ja, dass das eine sehr schöne Lösung dafür ist, wie man jetzt zumindest mal diese Aufgabe 168 zur Simulation, zum Berechnen eines Ausgleichsvorganges in einem Reihenschwingkreis numerisch rechnen kann in so einer Mathematiksoftware wie MATLAB oder Octave oder überall da, wo man Schleifen programmieren kann. Und das Schöne ist, man muss nicht analytisch über die Lösung der Differentialgleichung nachdenken, sondern das ist ein rein numerischer Rechenweg, in dem man ja, den Vorgang in ganz, ganz, ganz viele kleine Zeitschritte aufteilt, 1600 in dem Fall, und in jedem Zeitschritt dafür sehr einfache Gleichungen hat. Die Schwierigkeit jetzt ist aber eben diese vielen Zeitschritte ausrechnen, was ein Computer aber sehr problemlos für uns macht.